Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden dann mit der Pressekonferenz beginnen, anlässlich der Eröffnung des gemeinsamen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums. Wir beginnen mit einigen einführenden Worten des Herrn Bundesminister des Innern, Dr. Friedrich, des Herrn Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Dr. Maaßen, und des Herrn Präsidenten des Bundeskriminalamts, Herrn Zierke. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich hatte soeben Gelegenheit, zusammen mit Herrn Präsident Maaßen und Herrn Präsident Zierke die erste Sitzung des neuen GEDZ mitzuverfolgen, jedenfalls den Beginn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem neuen Zentrum schließt sich gewissermaßen der Kreis. 2001, die Anschläge von 9/11, die drei Jahre später zu einer neuen Form der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland geführt haben. Nämlich eine Vernetzung im GTAZ in Berlin, die sich in der Folgezeit als außerordentlich fruchtbar, sinnvoll und zielführend erwiesen hat. Als im vergangenen Jahr die NSU-Morde deutlich wurden und aufgedeckt wurden, konnten wir aufbauend auf den Erfahrungen des GTAZ sehr schnell, und ich bedanke mich heute noch für diese wirklich zügige Arbeit, die innerhalb von 4-5 Wochen damals geleistet wurde, das gemeinsame Abwehrzentrum Rechtsextremismus in die Wege leiten, das seitdem sehr gut arbeitet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, seit dieser Zeit steht auch im Raum, wann werdet ihr andere Phänomenbereiche einbeziehen? Die Antwort ist heute. Heute schließt sich der Kreis. Auch die anderen Phänomenbereiche, die eine Gefährdung der Sicherheit unseres Landes, unserer Freiheit, der Bürgerinnen und Bürger betrifft, mit einzubeziehen. Das sind die Bereiche der Ausländerkriminalität, insbesondere die Problematik der PKK, die uns nicht nur in unserem Land, sondern in ganz Europa leider beschäftigt. Zweitens das Thema Linksextremismus, steigende Zahlen auch dort, was die Delikte angeht. Und das Thema Spionage, Proliferation, ein wichtiges Thema, das insbesondere natürlich auf der Bundesebene eine sehr wichtige Rolle spielt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ziel ist, in all diesen Phänomenbereichen diejenigen, die sich in Bund und Ländern, in den unterschiedlichen Behörden, von BKA über Verfassungsschutz bis hin zur Bundespolizei, bis hin zum Generalbundesanwalt, zum MAD, zum BND mit den Dingen beschäftigen, zu vernetzen und Informationen so zusammenzubringen, dass man ein Lagebild erstellen kann und mit diesem Lagebild und aus diesem Lagebild heraus auch jeweils in seinen eigenen Ermittlungen in seiner Behörde weiterkommt. Das ist der Sinn und Zweck dieses Zentrums. Und wir beginnen heute sozusagen mit der ersten Stufe, nämlich der Vernetzung der Behörden auf Bundesebene. Ich freue mich, dass einige Vertreter auch der Länder, Verfassungsschutzämter bzw. LKAs gekommen sind. Und wir werden bei der IMK die weitere Entwicklung dieses gemeinsamen Zentrums und die Fortentwicklung auch unter besonderer Berücksichtigung von vielleicht spezifischen Fragestellungen in einzelnen Bundesländern. Auch das gibt es. Manche Bundesländer haben ein größeres PKK-Problem, andere ein geringeres, ähnliches bei Spionage, weiterentwickeln. Auf Augenhöhe, gemeinsam mit den Innenministern der Länder. Und wir sind, wenn ich das sagen darf, mit der Gründung dieses Zentrums heute im Zeitplan. Ich hatte bereits am 28. August angekündigt, dass wir noch in diesem Jahr dieses gemeinsame Zentrum hier in Köln errichten wollen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren Präsidenten, dass es gelungen ist, in 2,5 Monaten mit einer soliden Vorbereitung, die entsprechend auch, glaube ich, schon gewürdigt worden ist vom AK4 der Innenministerkonferenz in einer Sitzung am Montag, dass Sie das so schnell auf die Beine gestellt haben. Und ich wünsche Ihnen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes alles Gute. Herr Maaßen. Sie brauchen nicht drücken, es funktioniert alles. Meine Damen und Herren,
mit der heutigen Eröffnung des gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums haben wir einen wichtigen Schritt zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten auf Bundes- und Länderebene unternommen. Wir haben mit 9/11, mit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 festgestellt, dass im islamistischen Bereich die Polizeibehörden und die Nachrichtendienste enger zusammenarbeiten müssen. Wir haben es im vergangenen Jahr festgestellt, nach Bekanntwerden der Straftaten des NSU, dass im Bereich des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus Polizeibehörden und Nachrichtendienste enger zusammenarbeiten müssen. Und wir haben die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass wir nicht immer erst nach der Lage entscheiden dürfen, enger zusammenzuarbeiten, sondern wir müssen in allen Phänomenbereichen jetzt schon enger zusammenarbeiten und nicht warten, dass etwas passiert. Wir haben rund 40 Sicherheitsbehörden in Deutschland, die für die Phänomenbereiche Linksextremismus, Ausländerextremismus, Spionage und Proliferation zuständig sind. Wir müssen uns koordinieren auf Bundesebene zwischen Nachrichtendiensten und Polizeien unter Wahrung des Trennungsgebotes. Und wir müssen uns koordinieren auf der Ebene Bund und Länder. Was wir heute hier eingerichtet haben und in Betrieb genommen haben, ist eine Kommunikationsplattform, die sicherstellt, dass Informationen, die bei dem einen ankommen, auch zu dem anderen gelangen, nämlich zu dem, den es angeht und der auch die notwendigen exekutiven Maßnahmen treffen kann. Für uns als Bundesamt für Verfassungsschutz ist es ganz wichtig, dass die Informationen, die wir generieren, und insoweit sehen wir uns auch als Dienstleister für den Kunden Polizei an, dass diese Informationen bei den Polizeien auch ankommen, die die notwendigen exekutiven Maßnahmen treffen müssen. Wir organisieren uns in der Art und Weise, dass für alle Phänomenbereiche, für die das neue GETZ zuständig ist, Arbeitsgruppen mit Experten geschaffen werden, die in bestimmten Gruppen zusammensetzen und sich mit konkreten Fällen beschäftigen, Analysearbeit betreiben, aber darüber hinaus auch über mögliche Verbotsverfahren, über die Besprechung konkreter Einzelfälle hinaus zusammenarbeiten. Aus unserer Sicht ist das ein Modell, das wir anlehnen an das in Berlin betriebene GTAZ für den Bereich des islamistischen Terrorismus. Das GTAZ war die Blaupause auch dieses GETZ, weil wir festgestellt haben, nach 8 Jahren Betrieb des GTAZ, dass dies ein hervorragendes Modell ist, um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden zu intensivieren. Wir verfolgen hier mit dem GETZ einen ganzheitlichen Ansatz. Alle Behörden bringen sich hier ein. Und wenn ich sage, alle Behörden, sind das nicht nur die typischen Sicherheitsbehörden wie Nachrichtendienste und Polizeien. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass hier am Tisch auch zum Beispiel das BAMF sitzt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das auch in konkreten Fällen Informationen unseren Sicherheitsbehörden zur Verfügung stellen kann. Ich bin froh, dass es heute zur Eröffnung des GETZ gekommen ist, denn wir warten eigentlich schon seit langem darauf, dass Polizeien und Nachrichtendienste und die anderen Sicherheitsbehörden noch enger zusammenarbeiten, als es bisher geschehen ist. Und deswegen ist es ein guter Tag für die Sicherheit dieses Landes. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde gerne die Grundidee noch einmal kurz erläutern und dann auf die Bedeutung der Phänomene einzugehen. Sie wissen, die Sicherheitsarchitektur in Deutschland basiert auf 2 wesentlichen Säulen, dem Sicherheitsföderalismus zwischen Bund und Ländern und dem Trennungsgebot von Polizei und Verfassungsschutz. Beides führt in der täglichen Praxis zwangsläufig zu Schnitt- und Nahtstellen, an denen definiert werden muss, wer wann welche Informationen in welchem Umfang erhalten darf oder nicht. Im kooperativen Föderalismus sind wir auf Vertrauen angewiesen, funktioniert ein Glied in dieser Kette von über 38 Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern nicht, dann haben wir ein Problem, denn Redundanzen gibt es kaum. Wir alle wissen, dass im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Untermaß- und Übermaßverbot Risiken hingenommen werden müssen, weil wir in einem freiheitlichen Rechtsstaat leben wollen. Allerdings, und das zeigen uns die Ereignisse vom 11. September 2001 und die Mordserie des NSU, sind bei schwersten Straftaten solche Risiken nicht unbegrenzt hinnehmbar. Das Ergebnis, die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben aus 9/11, ist Ihnen bekannt. Das war das GTAZ. Nach Aufdeckung der NSU war es das GAR. Ich könnte an dieser Stelle auch sagen,
beide Einrichtungen sind das Ergebnis leidvoller Erfahrungen. GTAZ und GRR sind Ausdruck der Erkenntnis, dass keine deutsche Behörde die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus im Alleingang bewältigen kann. Nur ein enges Netzwerk, bestehend aus Polizei und Verfassungsschutz von Bund und Ländern, ist dazu in der Lage. Insofern ist es richtig, dies ist eine neue Informationsplattform, die uns die Möglichkeit gibt, weitere bedeutsame Phänomenbereiche frühzeitiger einzubeziehen, die Gefährdungslagen besser zu erkennen, gemeinsam besser zu bewerten. Und was auch nahe liegt, dass wir nämlich phänomenübergreifende Bewertung vornehmen können. Die Erfahrung bei Demonstrationen, wenn Rechte auftreten und Linke dagegenhalten, Gewalttätigkeit, die Polizei dann häufig abbekommt. Das bedeutet, dass wir in diesem Zentrum viel regelmäßiger als bisher diese übergreifende Betrachtung anstellen können und das sehr direkt. Vor allem aber im persönlichen Dialog zwischen Bund und Ländern. Und das schafft natürlich Vertrauen. Zu den Phänomenbereichen: Der Linksextremismus, im Jahr 2011 wurden über 1.800 Gewalttaten registriert, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von über 30%. Auch wenn der Linksterrorismus in seiner Erscheinungsform der 70er und 80er ja nicht existent ist, muss gleichwohl die Möglichkeit des Aufbaus linksterroristischer Zellen in Betracht gezogen werden. Heute werden auch schwere Straftaten zum Nachteil von Personen, von einem Teil der Szene zumindest, billigend in Kauf genommen. Gewalt gegen politische Gegner aus dem rechten Bereich und gegen Repräsentanten staatlicher Ordnung, staatlicher Organe werden teilweise als legitim angesehen. Mit anderen Worten, die intensivere Beobachtung im neuen Zentrum soll Radikalisierungstendenzen frühzeitiger erkennen, um die Eskalation zu einer terroristischen Zelle zu verhindern. Zum Ausländerextremismus. Den Hintergrund für Straftaten dieses Phänomenbereichs bilden in der Regel im Ausland begründete Konflikte. Als Auswirkung der Globalisierung erzeugen politische bzw. gesellschaftliche Verhältnisse wie beispielsweise Wahlen, Revolutionen oder Bürgerkriege regelmäßig Resonanzaktivitäten in Deutschland. Das bedeutet, ausländische Gruppierungen verlagern Teile ihrer Aktivität bewusst in andere Staaten, um ihre Verfolgung zu erschweren. Im Exil wird der Kampf unterstützt und weitergeführt. Deutschland dient dabei einzelnen terroristischen Organisationen als Rückzugs- und Rekrutierungsraum sowie als Basis für logistische Aktivitäten. Von der PKK haben Sie eben bereits gehört. Über die Hälfte der Gewalttaten, die wir zu registrieren haben in diesem Bereich, sind der kurdischen PKK zuzurechnen. Die PKK hat in Deutschland das von allen ausländischen Organisationen größte Mobilisierungspotenzial. Hier sind unsere größten Sorgen auch anzusiedeln. Die Aktivitäten der kurdischen Gruppen bleiben damit eine bedeutende Einflussgröße für die Gefährdungslage in Deutschland. Zur Spionage und Proliferation. Beide sind gekennzeichnet durch Aktivitäten fremder Nachrichtendienste. Darunter wird, wie Sie wissen, die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, atomar, biologischer, chemischer Waffen verstanden, einschließlich der Trägersysteme. Und Deutschland wird hier als eine der führenden Industrienationen mit Spitzentechnologie auch in Zukunft ein wichtiges Ziel für proliferationsrelevante Beschaffungen sein. Es liegt auf der Hand, wollen wir hier erfolgreich Gefahren abwehren und Ermittlungen führen, müssen wir inländische und ausländische polizeiliche und nachrichtendienstliche Erkenntnisse frühzeitig zusammenführen und gemeinsam bewerten. Fazit: Das Bundeskriminalamt begrüßt ausdrücklich dieses neue gemeinsame Extremismus- und Terrorismuszentrum. Es gibt dazu keine geeignete Alternative. Wenn wir bestehende Risiken ernst nehmen, da sind sich im Übrigen alle Fachleute von Bund und Ländern einig. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wäre jetzt Gelegenheit für Ihre Fragen. Wenn Sie bitte vielleicht immer kurz Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten, vorneweg stellen würden. Wir haben auch ein Saalmikrofon. Ich glaube allerdings fast, dass wir das nicht verwenden können, weil es hier so voll ist. Wir probieren es einfach. Hinter Ihnen, Herr Jörges, bitte. Herr Minister, Sie haben eben gesagt, heute war die erste von zwei Stufen. War denn der zweistufige Ausbau erst Bund, dann Länder von Anfang an so geplant? Oder wie erklären Sie die Verstimmung in einigen Ländern über die vorgezogene Einladung? Also wir haben am 28. August darüber gesprochen, dass wir ein solches Zentrum brauchen. Ich hatte das in meinem Reformpapier für den BV-Verbund. Wir haben ein 10-Punkte-Papier gemeinsam Innenminister von Bund und Ländern verabschiedet, in dem genau dieses Zentrum angesprochen ist. Und es war immer klar, das ist natürlich nach dem Erfolgsmodell GAR bzw. GTAZ, wie auch hier dargestellt, erfolgen sollte.
Und dass man natürlich irgendwann mal auch damit beginnen muss. Und insofern, glaube ich, ist es vernünftig, dass wir jetzt den Startschuss gegeben haben. Das ist ja, es ist ja nicht ein Ereignis, es ist ein Prozess, der angestoßen wird. Und der muss ja irgendwann mal losgehen. Es ist am Rande der AK-Sitzung, also seit August haben sich ja die Fachleute ständig getroffen, im AK 2 wie im AK 4, immer wieder auch über dieses Zentrum gesprochen worden. Und wenn ich es richtig weiß, ist auch am Montag einhellig die Auffassung gewesen im AK 4, dass das also jetzt ein richtiger Start ist. Und jetzt geht es darum, wie gesagt, diesen Prozess, ich will gar nicht von Stufen, sondern es ist ein Prozess, der jetzt angestoßen ist und der jetzt sich weiterentwickeln muss. Wir sind immer auch in der Lage zu sagen, wenn wir feststellen in Evaluierungen, es gibt Korrekturbedarf an der einen oder anderen Stelle, diese auch vorzunehmen. Das hat sich beim GTAZ bewährt, solche Korrekturen wo notwendig vorzunehmen. Das hat sich beim GRR bewährt, wo wir ja die Evaluierung gerade auch durchführen. Und wir werden auch bei diesem Zentrum jetzt diesen Entwicklungsprozess hin zu einer optimalen Vernetzung unserer Behörden zum Erfolg führen. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt an. Und wir werden bei der Innenministerkonferenz auch darüber sprechen, wie die Länder vielleicht den einen oder anderen Arbeitskreis, Arbeitsgruppe zusätzlich haben wollen, was sie für spezielle Probleme und Schwierigkeiten auch in ihrem Bereich noch sehen, die noch zusätzlich aufgenommen werden müssen, jetzt auch in die Betrachtung. Also insofern sind wir jetzt am Anfang und voller Tatendrang, wenn ich mir die Präsidenten so anschaue. Anschluss daran, die Vorwürfe waren ja doch massiv, also sie seien überrumpelt worden, haben Länderminister erklärt und aus Nordrhein-Westfalen, Herr Jäger, sagt sogar, spricht von einem PR-Gag, der hier stattgefunden habe, so überhastet sei das eingerichtet worden. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Haben Sie das nicht genug kommuniziert? Wir haben dieses Zentrum im letzten Jahr innerhalb von 5 Wochen eingerichtet. Wir haben jetzt seit August systematisch an dieser Einrichtung gearbeitet, seit August und da. Das war natürlich klar, dass ich habe im August angekündigt, noch in diesem Jahr werden wir beginnen. Ja, insofern kann ich nicht verstehen, wieso sich da jemand überrumpelt fühlt. Ich gebe zu, dass der Termin natürlich jetzt festgelegt worden ist, weil nächste Woche Haushaltswoche ist im Bundestag und es dann relativ schwierig ist, also sodass wir in diese Woche jetzt gehen mussten. Aber ansonsten war immer klar und von allen gewollt, dass dieses Zentrum kommt. Und von daher ist es kein PR-Gag, sondern notwendig für die Sicherheit unseres Landes. Herr Minister, wie erklären Sie sich eigentlich, dass das GTAZ erhalten bleibt und das GAR dann hier in diese Dachorganisation überführt wird? Warum bleibt das eine Zentrum bestehen und wird das andere Zentrum überführt? Also wir haben mit dem GTAZ und dem islamistischen Terror der von Berlin in Treptow analysiert wird und dort auch zusammengeführt wird, der Abwehrkampf, glaube ich, ein gut funktionierendes Zentrum, von dem ich nicht glaube, dass es sinnvoll wäre, es jetzt nach Köln zu verlegen, sondern wir haben dort jetzt Strukturen geschaffen, die ja auch über Jahre gewachsen sind und deswegen habe ich entschieden, dass das in Berlin bleibt. Ansonsten ist es natürlich sinnvoll, in allen Phänomenbereichen nach Möglichkeit eine Vernetzung an einem Ort auch zu haben. Und insofern haben wir das so entschieden, dass die Phänomenbereiche, die ansonsten außerhalb dieses islamistischen Terrors angesiedelt sind, dass die hier in diesem Zentrum zusammengefasst wird, was nicht heißt, dass die jetzt in einen Topf gerührt werden. Natürlich sind die Strukturen des GAR, bleibt in seiner Struktur natürlich auch innerhalb des neuen Zentrums erhalten. Ja, also es wird da nicht irgendwie was zusammengelegt, Links- und Rechtsextremismus oder sonst was, sondern es gibt Strukturen, die nebeneinander die Arbeit, die Zusammenarbeit der Behörden koordinieren und vernetzen sollen. Das ist Sinn und Zweck, aber wie gesagt, ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, das gut funktionierende Zentrum in Berlin auch nach Köln zu verlegen. Vielleicht darf ich das ergänzen. Wir haben ja, weil wir das Zentrum in Berlin eingerichtet haben, rund 250 Mitarbeiter des BKA deshalb nach Berlin gebracht. Und der Verfassungsschutz hat es genauso getan, weil dieses sogenannte Backup für die Arbeit im Zentrum von essentieller Bedeutung ist. Ähnlich ist es im Bereich des
Rechtsextremismus, dass wir in Meckenheim und hier in Chorweiler das GRR in dieser Doppelfunktion im Grunde aufgebaut haben. Und die zusätzlichen Phänomenbereiche, die sich jetzt anschließen, werden auch, was die Länder angeht und die Länderbeteiligung angeht, in einer Form tagen, die nicht diese Intensität haben muss, wie wir sie im Bereich des Rechtsextremismus und des islamistischen Terrorismus fahren. Also als Beispiel, die Leute im Bereich der Spionage und Proliferation werden sich quartalsmäßig treffen. Die im Bereich Linksextremismus werden sich einmal in der Woche treffen. Und die im Ausländerextremismus werden sich alle 14 Tage treffen. Und diese Differenzierung ermöglicht es allen Ländern, auch mit ihren Experten an diesen Sitzungen teilzunehmen. Volker Schmidt vom Südwestrundfunk, Herr Dr. Maaßen, ganz praktisch gefragt. Wer war denn aus den Ländern heute da? Und wird das der Raum da oben der Raum für die künftige Arbeit sein? Oder war der Raum da oben der Raum für uns? Also es waren heute aus 10 Ländern Kollegen hier im Sitzungssaal, die jetzt auch immer noch zusammensitzen und Informationen austauschen. Sie wissen, alle anderen Länder sind eingeladen, daran teilzunehmen. Wir werden sowohl hier im Haus, aber auch im BKA in Meckenheim zusammenkommen, abhängig von den Themenbereichen. Wie gesagt, es wird nicht phänomenübergreifend stattfinden. Zu den jeweiligen Phänomenen werden die Arbeitsgruppen tagen, entweder dann in Meckenheim oder hier in Köln. Hier vorne war eine Meldung. Ja, voll irgendwie eine Frage. Das GDAZ trifft zusammen in Treptow täglich an einem Ort. Das ist ja eine völlig andere Struktur als jetzt hier vorgesehen. Ist denn dennoch der Erfolg, den Sie prognostizieren, mit dem GTAZ denn vergleichbar, dass man sich an wechselnden Orten nur einmal wöchentlich zusammenfindet? Also wir treffen uns bisher in bestimmten Phänomenbereichen 2 oder 3 Mal im Jahr nur oder aber anlassbezogen. Also sobald irgendwie eine Aktion bevorsteht, ein besonderes Ereignis vorhanden ist, dann trifft man sich natürlich häufiger. Und diese Verstetigung jetzt, sich wöchentlich zum Beispiel zu treffen, oder alle 14 Tage, ist eine erhebliche Intensivierung dessen, was wir bisher gemacht haben. Abhängig davon, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und das ist ja auch deutlich geworden. Wir treffen Vorsorge für die Risiken, die wir erkannt haben. Und von daher wird die Lageentwicklung mitbestimmt sein, in welcher Taktung die weiteren Sitzungen dann in der Zukunft erfolgen müssen. Eine direkte Nachfrage? Ich habe keine Nachfrage, aber eine zweite Frage. Es geht ja auch jetzt hier um Profileration, also das heißt illegale Waffenverschiebung über die Grenze. Ein klassisch nachrichtendienstliches oder Thema für Zoll- und Wirtschaftsbehörden. Daher meine Frage, Bundesausfuhramt für Zoll, ist das vorgesehen, dass Sie hier mitmachen? Das Bundesausfuhramt? Es ist vorgesehen, dass für diesen Bereich alle Behörden, die es angeht, mitmachen. Der Generalbundesanwalt ist hier ebenfalls Partner wie das Zollkriminalamt. Das gilt gerade für den Bereich der Proliferation, denn das Zollkriminalamt, die Staatsanwaltschaft, insbesondere der Generalbundesanwalt, sind in erster Linie ja nun diejenigen, die es angeht. Die Kunden sind der Nachrichtendienste für die Information, aber auch das Bundesministerium für Wirtschaft mit seinen nachgeordneten Dienststellen ist auch eingeladen, hier mitzuwirken. BAFA zum Beispiel. Ist selbstverständlich. Also wobei Proliferation ist natürlich ein Thema, das im Grunde ein Bundesthema ist, ja, das also die Länder, glaube ich, nur sehr nachrangig betrifft. Insofern sind da die Bundesbehörden in allererster Linie gefragt und es sind alle relevanten Behörden mit ihren jeweiligen Experten dazu eingeladen. Es ist auch tatsächlich kein polizeiliches Thema. Oh doch, wir führen auch Ermittlungen im Auftrag des Generalbundesanwaltes. Allerdings ganz verstärkt natürlich das Zollkriminalamt. Das ist so richtig. Und hier denke ich, ist besonders wichtig, die Fäden zusammenzuführen. Es kann nicht sein, dass vielleicht einzelne Staatsanwaltschaften in Deutschland jeweils Proliferationsverfahren durchführen, der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt es nicht wissen, obwohl sie an einem anderen Fall sitzen und die in der Lage wären zu erkennen, dass all diese Fäden zu einem Knäuel führen, nämlich einem Hintermann, der diese Aufträge gegeben hat. Deswegen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass alle, die es eben angeht, hier mit am Tisch sitzen. Gut. Sie hatten noch eine Frage? Ja, ich hatte noch eine Nachfrage für Sie. Meine letzte Frage dazu von meiner Seite. Das macht ja, soweit ich das GETZ verstanden habe, nur Sinn, wenn alle dran teilnehmen, auch alle Bundesländer am Ende. Sind Sie optimistisch, dass die anderen Bundesländer, die jetzt noch nicht dabei sind, dabei sein werden? Und was werden Sie gegebenenfalls tun, um sie ins Boot zu holen? Also beim GETZ hat es 3 Jahre gedauert. Ich bin optimistisch, dass es deutlich kürzer gehen wird. Denn inzwischen haben ja alle erkannt, dass das eine hervorragende Form der Zusammenarbeit ist, sehr erfolgreich und alle im Grunde auch davon profitieren. Und das
Deswegen bin ich sicher, dass die Länder auch dazukommen werden. Ich werde bei der Innenministerkonferenz selbstverständlich dafür werben, werde alle nochmal einladen. Und wie gesagt, wir sind selbstverständlich auch bereit auf zusätzliche Wünsche, Vorstellungen der Länder einzugehen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt mal starten, dass dieser Startschuss gegeben ist, damit es jetzt in diesem Jahr noch vorangehen kann. Und insofern, wie gesagt, bin ich optimistisch, dass wir alle an einem Tisch haben werden, spätestens nächstes Jahr. Was war nochmal? Mit welcher Begründung hat denn der Vorsitzende der Innenministerkonferenz abgesagt heute? Und was halten Sie von den Äußerungen des Generalbundesanwalts, der gesagt hat, dass die heutige Struktur der Sicherheitsbehörden überhaupt nicht mehr standhalten kann dem Terror von rechts und der Gesetzgeber müsse da handeln? Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass der Vorsitzende der Innenministerkonferenz jetzt nicht vorgreifen wollte der Entscheidung seiner übrigen Kollegen. Aber wie gesagt, wir werden das alles besprechen bei der IMK am 4., 5., 6. Dezember. Was die Frage der Sicherheitsarchitektur angeht, ich glaube, das ist ganz klar, dass in dem Maße, wie sich die Technologie, in dem Maße, wie sich aber auch die Kriminalitätsphänomene in der Welt verändern, wir auch in der Lage sein müssen, unsere Sicherheitsbehörden entsprechend zu modernisieren und auf diese neuen Dinge einzurichten. Wir haben eine völlig neue Aufgabenstellung, im Grunde in den letzten Jahren erst gewachsen durch das Internet, durch die Propaganda im Internet, durch auch Angriffe im Internet, Internetkriminalität. Wir werden demnächst im BK dazu ein Zentrum eröffnen. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit diesem neuen Zentrum genau diese wichtigen neuen zusätzlichen Herausforderungen aufgreifen. Wir werden ein koordiniertes Internet-Analysezentrum hier mit verbinden und mit aufbauen, das in allen Phänomenbereichen gerade diesen modernen Herausforderungen gerecht wird. Und insofern glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, immer wieder zu modernisieren und zu erneuern. Und das können Sie nicht, indem Sie zwei Mammutbehörden haben, bei denen keiner mehr durchblickt, sondern das können Sie, indem Sie spezialisierte, funktionsfähige Einheiten vernetzen. Das ist im Grunde der Bauplan für die Sicherheitsarchitektur, wie meiner Ansicht nach in der Zukunft gut funktioniert. Wir müssen in der Lage sein, uns dann auch zu vernetzen über die Grenzen hinweg. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinen polnischen Innenministerkollegen, wo es genau um diese Fragen geht. Wir versuchen, Phänomene auch trilateral, Polen, Deutschland, Frankreich zu vernetzen. All diese Dinge funktionieren natürlich und werden unterstützt, auch durch unsere moderne Informations- und Kommunikationstechnologie. Insofern glaube ich, dass wir mit diesem Zentrum genau auf dem richtigen Weg zum Erfolg sind. Und das wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren beweisen. Jetzt nochmal, Herr Jürs. Herr Präsident Zierke, der Bereich organisierte Kriminalität ist ja hier nicht drin. Umgekehrt, bei der organisierten Kriminalität gibt es deutliche Bezüge zum Terrorismus, auch zur Proliferation. Der BND hat vor ein paar Jahren mal eine Tagung gemacht, wo dieses Zusammengehen von Terrorismus und UK beschrieben wurde. Ist das jetzt die nächste Stufe oder gibt es Gründe, warum die nicht hier vertreten sind? Also zum einen können wir diese Nähe von Terrorismus und organisierter Kriminalität für Deutschland der Form so nicht nachweisen. Wir wissen aus Afghanistan, dass dort die Drogenbarone in der Tat in Verbindung auch mit den Taliban, also da ist diese Verbindung UK und Terrorismus sehr wohl vorhanden. Wir wissen ähnliches auch aus Südamerika für diesen Bereich, aber nicht durchgehend. In der Proliferation ist es im Grunde ähnlich. Da gibt es Anknüpfungspunkte, aber auch nicht in der massiven Form, wie das vielleicht manchmal so rüberkommt. Grundsätzlich ist es so, dass auch bestimmte Phänomenbereiche der organisierten Kriminalität sehr wohl einer solchen Konzentration zwischen Bund und Ländern zugänglich wären in der Zukunft. Die Risiken, die wir hier aber beschrieben haben, mit dem Bereich Rechtsextremismus, islamistischer Terrorismus, Ausländerextremismus und andere, glaube ich, muss man im Verhältnis dazu sehen. Und natürlich versuchen wir heute schon durch Arbeitsgruppentätigkeit, Gremienarbeit sehr intensiv im Bereich der Wirtschaftskriminalität, der Rauschgiftkriminalität, auch der Mafia, italienischen Mafia-Kriminalität, uns mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Aber ich würde für die weitere Zukunft nicht ausschließen, dass wir auch dort zu anderen Formen, zu anderen Allianzen im Grunde zwischen Bund und Ländern kommen müssen.
Die Kollegin, bitte. Sie hatten vorhin erwähnt, dass 10 Ländervertreter da sind. Sind die denn gleichermaßen aus A- und B-Ländern? Da habe ich jetzt keine Übersicht. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach das Signal jetzt senden, alle Länder sind eingeladen, nicht wahr? Und wir werden bei der Innenministerkonferenz alle Einzelheiten, die noch zu ergänzen sind, klären. Das ist alles überhaupt kein Problem. In der Ruhe liegt die Kraft. Yassine Schawasch von der Zeit, eine kurze Frage an Sie alle drei, weil Sie alle drei betont haben, wie wichtig die Vernetzung sei, aber auch alle gesagt haben, natürlich bleibt das Trennungsgebot gewahrt. Jetzt, wenn man in das Organigramm guckt, dann sieht man, da gibt es eine AG operativer Informationsaustausch, das klingt schon ziemlich integriert, eine AG Personenpotenziale, also Einzelpersonen sind eigentlich zum Beispiel nicht Gegenstand der Arbeit des Verfassungsschutzes. Ich würde gerne von Ihnen dreien, dass Sie vielleicht mal kurz sagen, wo denn die Grenzen der Zusammenarbeit sind. Und wie das kontrolliert werden soll, denn wenn man jetzt so, wie wir das heute gesehen haben, da mehrere Dutzend Nachrichtendienstler und Polizisten in einem Raum zusammenhocken und sozusagen keine dritte Partei dabei ist, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie groß soll oder muss unser Vertrauen sein, dass bestimmte Regeln gewahrt werden? Also wo sind die Grenzen und wie gedenken Sie, die einzuhalten? Jede Behörde hat ihre eigene Rechtsgrundlage, auf deren Basis sie ihre Arbeit macht, zur Informationsbeschaffung, Analyse und Informationsweitergabe. Dafür gibt es in allen Bereichen Regeln, die selbstverständlich auch eingehalten werden. Nur wissen Sie, auf der anderen Seite hat diese ganze Informationssammlung und Analyse ja nur dann einen Sinn, wenn es am Ende zusammen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wirkt. Und wenn ich dann so oft höre, da wird dem einen vorgeworfen, er hätte zu spät gemeldet, dem Verfassungsschützern vorgeworfen, er hätte zu spät die Polizei eingeschaltet und all diese Dinge, dann haben wir genau diese Schwächen, um die es jetzt geht, die nicht mehr vorkommen sollen, sondern wir wollen versuchen, dass jeder erkennt auch in einem Phänomenbereich, in einem speziellen Fall, dass jetzt die Information an die nächste Behörde auf der Basis der rechtlichen Grundlagen, die für jede Behörde gilt, weitergegeben wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen im Grunde diese subjektive Komponente, die bisher galt, wo einer dann entschieden hat, geben wir das jetzt weiter oder nicht, die müssen wir dadurch ausschalten, dass wir hier diese vernetzte Struktur haben. Also wir haben es damit zu tun, dass wir bei der Lagebesprechung Sachverhalte nur ansprechen, so wie Sie es heute Morgen erlebt haben. Das kann jeder hören im Grunde. Und dann ist dieses Zentrum ja strukturiert, wie Sie es aufgezählt haben, verschiedene Arbeitsgruppen. Und diese tagen erstmal für den nachrichtendienstlichen Teil und für den polizeilichen Teil getrennt, ganz eindeutig. Und dann, wenn es zu einer Verdichtung kommt, also einer Konkretisierung einer Gefahr da ist oder einer Straftat, wo der Verfassungsschutz, der ja nicht festnehmen, nicht beschlagen, nicht durchsuchen darf, wie Sie wissen, die Polizei benötigt, dann setzen wir uns wieder zusammen und dann überlegen wir operativ gemeinsam, wie wir vorgehen können. Das heißt aber nicht, dass die Polizei ins Vorfeld jetzt von Straftaten oder von Gefahren sich begibt. Das ist eindeutig Sache des Verfassungsschutzes. Und das praktizieren wir seit Jahren im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Da ist der GBA dabei. Das ist überprüft worden. Also es gibt da eine geübte Zusammenarbeit. Also jede Arbeitsgruppe ist im Grunde doppelt zunächst mal. Das muss so sein nach dem Trennungsgebot, eindeutig. Klar. Meinst du ganz klar? Ja, okay, gut, okay. Also ich kann auch nur betonen, wir haben hier keine neue Behörde geschaffen, sondern das sind die alten Behörden, die einfach enger zusammenarbeiten. Und die Rechtsgrundlagen sind auch nicht neu, das sind die alten, die wir einfach nur besser ausnutzen. Das heißt, das BfV ebenso wie der Bundesnachrichtendienst als Nachrichtendienste übermitteln an die Polizeibehörden nur aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen Informationen, nicht an den Rechtsgrundlagen vorbei, sondern auf der Grundlage dieser Rechtsgrundlagen. Das hat sich in Treptow, wie gesagt, bewährt, aber auch in diesem Jahr, in dem wir das GAR hier in Köln und in Meckenheim durchgeführt haben, hat sich das sehr bewährt. Wir haben einen Evaluierungsbericht erarbeitet, zusammen mit den Ländern, der Innenministerkonferenz am 6. Dezember vorgelegt wird. Und ich sage es so salopp, oh Wunder, dieser Evaluierungsbericht kommt zum Ergebnis, dass das GAR sich nicht nur bewährt hat, sondern dass es eben Vorbild sein sollte für ein GETZ. Und das, was wir heute hier machen, ist eben die Kick-Off-Veranstaltung für das GETZ. Bitte. Von der Bild-Zeitung hier aus Köln. Ich habe noch zwei Fragen zum Organisatorischen. Und zwar würde ich zum einen gerne wissen, ob es einen festen Mitarbeiterstamm hier in Köln oder in Bonn gibt für das GETZ
und ob es für Köln eine höhere Sicherheitsstufe jetzt gibt. Sie haben ja schon erwähnt, dass das PKK einer der Schwerpunkte wird und die sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie moderat sind. Zu dem Mitarbeiterpotenzial kann ich sagen, es bleibt bei den bisherigen Mitarbeitern. Es wird aus der Linie bedient, das heißt grundsätzlich die Kollegen, die hier bei mir im Haus zuständig sind für Spionage, Proliferation, Linksextremismus und Ausländerextremismus, sind auch für die jeweiligen Arbeitsgruppen im GETZ zuständig. Neben allem gibt es noch ein kleines Sekretariat, aber das ist letztendlich nur eine Unterstützungseinheit, das zuständig sein wird für die Koordinierung. Hinsichtlich der Gefährdungsbewertung. Ja, was die Sicherheit angeht, wir wären jederzeit in der Lage, uns selbst noch stärker zu schützen. Gut. Okay. Sind noch weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, danke ich Ihnen vielmals. Die Pressekonferenz ist dann beendet.